Infolge von Folterungen der chinesischen Beamten ist in Ost-Turkestan in einem der sogenannten Ausbildungslager der Geschäftsmann Veli Mehmet verstorben. Der 55-Jährige war in einem Internierungslager in Artusch festgehalten worden, da er es wagte, seine Kinder in einer religiösen Schule anzumelden. Auf der gesamten Welt werden die Proteste, welche zur sofortigen Einstellung der Assimilationspolitik Chinas aufrufen, fortgeführt. In Istanbul organisierte der osmanische Verein eine Protestkundgebung vor der chinesischen Botschaft. Auch in Izmir und Sivas versammelten sich, zusammengetragen durch verschiedene Nichtregierungsorganisationen, Demonstranten, um dem Leid der unterdrückten Minderheiten in Ostturkestan zu gedenken. Weiter protestierten Menschengruppen in Rize, Bitlis, Washington und anderen Metropolen. Neben den Uiguren, die grundlos von der chinesischen Staatsmacht verhaftet, bestraft, deportiert, inhaftiert und gefoltert werden, müssen die Einwohner Ostturkestans zusätzlich die Anwesenheit von 1.120.000 Beamten ertragen, die sich in 1.690.000 Haushältern einlisteten. Unter den chinesischen Beamten befinden sich auch bewaffnete Polizisten sowie Angestellte der chinesischen Zentralregierung. Uigurische Familien, die sich dieser widerlichen und inhumanen Praxis nicht aussetzen wollen, haben mit einer direkten Verhaftung zu rechnen. Vor 2 Wochen stoppte die israelische Regierung Katar, das mit der Absicht, den Bediensteten der Krisengegend ihren Lohn auszuzahlen, Vorzahlungen an Gaza leisten wollte. Nach einem Sinneswandel folgt nun den israelischen Medien zufolge die Erlaubnis des Geldtransfers. Heute um 22 Uhr setzen Fußballfans beim Fenerbahçe Bursaspor Fußballspiel ein symbolisches Zeichen für Ostturkestan. Lange einstudiert, ist geplant, aus den grün-weißen Tribünen eine riesige Ostturkestan-Fahne zu kreieren. Diese Geste soll und wird ein wichtiges Zeichen setzen, das zum Nachdenken anregt. Am vorigen Abend unterhielt sich der türkische Präsident Erdogan mit Trump, dem Präsidenten der USA, via Telefon. Erdogan vermittelte Trump die Bereitschaft der Türkei, die Sicherheitsfrage im syrischen Manbij zu übernehmen. Beide einigten sich auf eine Beseitigung des IS und präventive Vorkehrungen, die ein neuerliches Aufstehen der Terrormiliz verhindern sollen.